Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley mit dem Part von We Are Broken, dem chilligsten Let's Play dieser Welt. 8 Stunden haben wir schon gespielt, 8 Stunden und 28 Minuten, das ist jetzt gar nicht mal so wenig tatsächlich. Also in dieser Zeit hätte man durchaus mehr schaffen können, aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man Let's Play macht und moderieren muss, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Dann kommt man nicht immer ganz so voran und schafft nicht unbedingt das, was man schaffen möchte. So, die Geister sind heute gut drauf und Königin der Soßen kommt nicht oder sowas. Nö, ist erst Dienstag und morgen, am Mittwoch, würde die Wiederholung kommen. Aber wir haben ja schon am Sonntag geguckt, also passt es. Ist ja unsere Lieblingssendung, ja, Königin der Soßen. Okay. Paul ist von Louis. Okay, Paul, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe einen Check über 500 Gold des Stern Tauotala Agrafons beigelegt, um dir zu helfen, weiterhin gute Arbeit zu leisten. Vielleicht kannst du damit neues Saatgut kaufen oder sowas, oder vielleicht auch ein Bier, keine Ahnung. Überlasse ich dir. Ist dein Geld. Okay, danke Louis. Oder Levi's, stimmt, ich nenne ihn ja immer Levi's. Nicht vergessen, Paul, nicht vergessen. Bleib bei deiner Devise. So, Güse. Ja, ich habe vor jetzt Stardew Valley alle 2 Tage zu bringen, nicht täglich, weil täglich werde ich es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Zudem habe ich ja eigentlich jetzt schon die letzten Monate übelst viel Zeit, so nach dem Abitur hat man ja so viele Monate Zeit, bis das Studium erstmal anfängt, also wenn man ein reguläres Studium macht und jetzt, so wie ich, keine Ferienarbeit, also keinen Bock auf Ferienarbeit hat und so ein Scheiß. Dann hat man sehr, sehr, sehr viel Zeit und in dieser Zeit hätte ich eigentlich schon so viel cutten können, so viel für diesen Kanal machen können. Ja, leider spielt ja die Faulheit auch noch so eine kleine Rolle, aber das nur so ganz nebenbei. Und jetzt habe ich mir gesagt, komm Paul, du nutzt noch die restliche Zeit, die du hast, bis das Studium anfängt und cuttest noch ein paar andere Projekte. Also nicht nur Stardew Valley, sondern auch zum Beispiel The Forest, was ja für mich auch noch eine Bedeutung hat, auf jeden Fall. Ich liebe The Forest. The Forest ist ein geiles Spiel, du. Macht megamäßig viel Spaß und das Aufnehmen macht mir da auch sehr viel Spaß. So, warum habe ich jetzt... ich wollte mir wahrscheinlich ein Silo kaufen, so wie ich das hier sehe, ne? Sehr wahrscheinlich. So, das haben wir noch nicht Gunther gespendet, aber nehmen wir mal eine hier davon. Das haben wir auch noch nicht Gunther gespendet. Okay, die gefrorene Träne auch nicht. Ja, läuft ja bei uns. Wir haben schon richtig viel gemacht hier. Nicht... So, das hier. Haben wir eigentlich eine Truhe für Erz? Nur für Erz? Oder ist das hier die Truhe nur für Erz? Ich weiß es nicht. Nee. Das haben wir auch nicht, Gunther. Hä? Was haben wir überhaupt schon gemacht? Nichts hier. Nichts. Okay, dann kloppen wir mal das hier rein. Keine Ahnung. Das kommt in die Kiste hier. Ich habe also mit Ordnung habe ich es wahrscheinlich nicht so am Hut hier. In dieser Datei. Egal. Gehen wir erstmal zu Gunther, würde ich sagen. Danach zum Schmied. Oder erst zum Schmied, ja, erst zum Schmied, das ist besser. Und danach zu Gunther. Und dann können wir ja uns ein Silo bauen. Warum nicht? Das Geld sollten wir dafür haben, kostet ja nur 100 Gold. Und ja, mit dem Silo können wir dann zumindest schon mal dieses ganze Gras wegmachen. So, Shane ist mal wieder unfreundlich, wie immer. Was willst du von mir? Geld, hä? Hab ich nicht. Verpiss dich. Ja, Shane. Du hast nicht vergessen, wer hier den Holzknüppel hat, ja? Also ich würde mal lieber vorsichtig sein, was du sagst. Bei dem, was du sagst. So. Hallo Schmied! Kannst du, alte Sau? Komm mal her. So. Jawohl, klopp auf den Stein drauf. Ja! Klopp nochmal drauf. Ja! Okay, tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ich mag Kant nicht. Also er heißt eigentlich Clint, aber wir nennen ihn immer Kant, also nicht wundern, Leute. Gehen wir mal zu Gunther. Museum spenden. Also hier haben wir eine gefrorene Träne, ganz casual, also was ganz Normales. Hier haben wir einen Aquamarin, den wir seit Jahren hatten, aber noch nicht gespendet haben. Irgendwas anderes, das hier kenne ich auch nicht. Und hier ist eine Hand, die vielleicht irgendein Vorfahre von dir verloren hat, Gunther. Man weiß es nicht, aber ich hole mir mal eine Belohnung. Zack, zack, Sternfrucht und... eine stehende Geode. Das sieht einfach mal, erstens sieht das mal überhaupt nicht aus wie so eine Geode. Zweitens,
Warum sollte ich mir sowas ins Zimmer stellen? Ja, das sieht einfach mal absolut hässlich aus. Hallo Penny. Ja, also ich gebe heute Vincent und Jess etwas Nachhilfe. Sie können anstrengend sein, aber es ist schön, im Leben von anderen etwas zu bewirken. Ja, da sind wir geteilter Meinung. Nicht. Denn die gehen mir am Arsch vorbei. Heißt das eigentlich geteilter Meinung, das Wort? Also dieses Sprichwort? Das ist immer geteilter Meinung. Oder gleicher Meinung? Oder wie sagt man? Ach, scheiße. Egal. Ich rede mich einfach damit raus, dass ich kein deutscher Muttersprachler bin. Ihr habt keine Gegenbeweise. Was? Hä? Du musst doch arbeiten, du Arschloch. Also, eigentlich nicht. Und wenn du dein Gebäude auf deinem Gelände verbessern willst, frag mich einfach. Ja, ja, das hatte ich vor. Also ein Silo zumindest errichten. Also, du musst eigentlich nur genug Holz und Steine für das Projekt bringen. Und es kostet auch ein bisschen Geld, aber ansonsten... Aber ich bin mir sicher, dass dir das Ergebnis gefallen wird. Ja, ich würde ja gerne, wenn du jetzt nicht... Hallo? Hallo? Arschloch, komm her. Sag mal, was ist denn das? Ich wollte gerade... Was machen wir jetzt? Toll. Grandios. Wow. Oh, wie die Leute hier einfach nie arbeiten, ja? Pierre hat am Mittwoch zu, die hat hier am Dienstag anscheinend zu. Ich dachte immer Donnerstag. Lächerlich. Und dieser Kant, der arbeitet ja nur von 9 bis 16 Uhr, ja? 9 bis 16 Uhr, das sind 7 Stunden, die er dann am Tresen steht und nichts macht. So, Jess, achso, Maru, warum hat Maru dieses Bild? Das ist ein bisschen weird, weil es entspricht ja nicht original Maru, lol. So, können wir hier vielleicht irgendwas verschenken? Nö, ich habe gerade nichts Wichtiges dabei, naja, egal. Ach, habe ich schon gesagt, dass Melonen geil sind? Ich pflanze mal 5 Melonen an, wow, hat sich richtig gelohnt, du. Die Sternfrucht kann ich auch anpflanzen, die wächst 13 Tage heran. Und danach kann ich sie ernten, dann wächst ja nichts weiteres da. Ja, Robin, ja, geh mal schön einkaufen bei Pierre. Genau, genau. Bloß nicht selber irgendwas hier. Ach man, das ist doch blöd. Ja, was machen wir dann? Schwierig. In die Mine könnten wir heute auch gehen. Es ist natürlich schon 11.40 Uhr. Ach nee, warte, warte. Wie weit ist es eigentlich hier schon? Das erste, was ich eigentlich machen möchte, ist das hier, die Lorenreparatur. Weil mit dieser Lore kannst du halt überall hin, das ist mega geil. Dafür brauchen wir halt einen Kupferbarren, einen Eisenbarren und einen Goldbarren. Haben wir eigentlich schon Gold gefunden? Ich glaube noch nicht. Soweit sind wir noch gar nicht gewesen, ne? Nee. Soweit ich weiß nicht. Ah, ist natürlich ein bisschen blöd. Ah. Naja gut, kann man nicht ändern. Gut, dann pflanzen wir mal weiter hier das Zeug an. Alter, was sind das hier für Schreie? Ich höre hier so im Hintergrund ein paar kleine Schreie, so ganz casual, ganz normal. Sonst würde hier jemand gerade sterben oder so. Ja, gehst mal das dir in unserem chilligen Let's Play. Ah, ich liebe Stardew Valley, ey. Stardew Valley, richtig geiles Spiel. Es macht mir so megamäßig viel Spaß. Und warum haben wir eigentlich hier so viel Müll in dieser Kiste, ja? Ich glaube, das ist jetzt nur die Kiste für Erze, so mache ich das. Und dann ist das hier so die Kiste für Essen. Und das hier ist die Kiste für Sondermüll. A.k.a. das Zeug, was wir wahrscheinlich noch sehr oft brauchen werden. Okay. Pastinaken kommen hier hin, denke ich mal. Steine. Ja doch, Steine können hier hin. Obwohl, wir wollen ja morgen ein Silo bauen. Also lassen wir das mal noch hier. Wir haben noch keinen Schmelzofen gebaut. Oh doch, da stehen 3. Paul, gut gemacht. Aber ich würde sagen, einen Schmelzofen können wir noch bauen, oder? Na wohl. Haben wir jetzt nicht so nötig. Also kloppen wir einfach mal hier das ganze Kopfwerk hier rein. Jawohl. Ja moin. Und Eisen. Eisen kann man auch jede Menge machen. Nice. Hä? Ja, da habe ich doch schon gespendet, oder nicht? Oder bin ich gerade nur verwirrt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich gerade nur verwirrt. Aber ich glaube, ich positioniere nochmal ein bisschen um hier. Wait. Ich glaube, die Kiste mit Edelsteinen setze ich hier so rein. Ja, ja, doch. Die setze ich hier so rein. Und dann ist hier so eine andere Kiste. Keine Ahnung, was ich hier mache. Hä? Hä? Wo hast du die jetzt hingeschmissen? Wo hast du den Erdkristall hingeschmissen? Mist.
So, warte, das hier, die gefrorene Träne, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das ebenfalls, so wie das. So, wunderbar. Könntet ihr mal bitte fertig werden, Kupfererz? Ja, danke. Red, zack, zack, zack. Wir brauchen nur 10 insgesamt. Deswegen können wir den Rest hier ablegen. So, dann braten wir hier noch ein bisschen was. Zack, zack. Und den Rest Eisen können wir auch nochmal braten. So. Das hier würde ich gerne abbauen, die Kiste an sich. Und mal umpositionieren, weil da steht sie vielleicht ein bisschen suboptimal. Ich weiß ja nicht ganz. So, das hier ist diese Kiste für besondere Gegenstände. Die gar nicht so besonders sind, weil da liegt nur eine scheiß Schleuder drin. Okay. So, diese komische Geode, die stellen wir einfach mal, ich hab keine Ahnung, hier hin. Die sieht so hässlich aus, um ehrlich zu sein. Genauso wie dieser Boden, den ich aus Versehen gekauft habe. Oh Mann. Ist doch nicht wahr. Warum habe ich den gekauft? Es tut mir leid, Leute. Ich wollte es nicht machen. So. Ah, wir haben ja auch jede Menge Tulpen und so, Narzissen, alles Mögliche. Aber dann, weil, ist das hier die Kiste? Ja, dann machen wir das hier als die Kiste für Sondermüll. Oder für, sagen wir mal, für Dinge, die ich noch ab und zu mal brauchen werde. Sowas wie, ah ja, komm hier, wir schmeißen einfach mal das hier rein, was soll der Geiz? So, das hier, alles Rinder mit, alles Rinder, los, zack, zack. Ebenso das hier alles, oh mein Gott, Alter, so viel Müll hier teilweise. Die Fledermausflüge, ich weiß gar nicht, wozu die gut sind, aber ich heb die immer auf. Ich habe die auch in den anderen Dateien immer aufgehoben. Aber ich weiß nicht genau, warum die da sind und was sie alles so können. So, die Schuhe hier, ich würde sagen, die verkaufen wir einfach mal. Wenn wir das nächste Mal wieder in der Abenteuergilde waren. So, lernen wir das hier noch aus komplett. Gut, nicht ganz komplett. Nein, du sollst das Jazz jetzt nicht essen. Ey, wie wär's, wenn wir das Jazz, der Jazz schenken zum Geburtstag? Bin mal gespannt, wie sie dann reagiert. Oh, ein Jazz. Ich wollte schon immer ein Jazz haben. Ich finde mich so genial. Okay. Joja Cola kommt hier auch rein. Jazz eigentlich auch, was auch immer das sein soll. Und dann können wir das hier schon mal abbauen. Zack. Und die Kiste, die könnten wir... wenn das hier gehen würde... Hallo? Ist das nicht möglich? Das muss doch möglich sein. Also hier kannst du es hinstellen. Und hier nicht, oder was? Dann stellen wir hier eine Kiste hin, da stellen wir... Ich weiß es nicht. Ich sag, das ist dann so die Kiste für Pflanzen. Nicht für Essen. Essenskiste haben wir ja da unten in der Mitte. Das ist die Kiste für Pflanzen, die man nicht essen kann. Gut, Tulpen kann man essen, aber warum sollte ich das machen? Und ganz ehrlich, kennt ihr Personen, die Tulpen essen? Ja. Also so viel dazu schon mal. Das hier ist schon Essen. Dann Delion ist natürlich kein Essen. Lauch. Ja, Höhen. Okay, den Rest können wir... Der kann hier bleiben. Das ist ganz normal. Casual. So. Das würde ich hier auch noch gerne anpflanzen. Anpflanzen? Paul kann auf jeden Fall sehr gut Dinge aussprechen. Nicht. Ja, dann... So nutzen wir immerhin den Tag noch ein bisschen sinnvoll hier mit bisschen sortieren und so. Generell sinnvoll, finde ich. So, wir müssten vielleicht nochmal in die Mine gehen. Nicht unbedingt heute, aber demnächst mal für Kupfererz. Wir brauchen unbedingt wieder welches. Weil Kupfererz ist wertvoll. So, hier die Farm wollten wir ja sowieso beenden, ne? Ach, wo stellen wir eigentlich das Silo hin? Gute Frage. Gute Frage, Paul. Das Silo hier, oder? Hier. Ja doch, ich stelle es hier hin, ganz ehrlich. Wir sollten... Muss ja nicht so weit weg. Hat ja auch keinen Sinn, das sowieso weit weg zu stellen. So, das ist ja hier die Kiste für Erz. Direkt neben den Öfen. Gut nachgedacht, Paul. Das war jetzt mal keine Ironie. Das war ernst gemeint. Zack, klappen wir hier rein. Ja, ich habe euch ja schon mal gefragt. Also, das geht jetzt direkt an euch, Zuschauer. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für dieses Let's Play, dann nennt sie doch gerne. Nennt in den Kommentaren, was ich besser machen kann. Was vielleicht scheiße ist. Ja. Was man so generell beim Hinsehen, ja, das ist ja für mich, fällt das vielleicht nicht alles auf, aber euch dann schon, weil ihr seid ja andere Menschen, nicht zufälligerweise genau dieselben. Dann könnt ihr das gerne mal schreiben, wenn euch was einfällt. So. Und währenddessen, während ihr euch das überlegt, jetzt, überlegt es euch jetzt, sofort, cutte ich hier Holz.
Weil dann habe ich den Tag schon am sinnvollsten investiert, denke ich. Holz wird nämlich immer benötigt zum Hausausbau, zum Errichten von einem Silo beispielsweise. Und heilige Scheiße, haben wir hier viel Gras. Also eigentlich könnte ich gleich zwei Silos bauen. Holy shit. Baum fällt! So, den kleinen Baum hier kloppen wir auch mal weg. Ach ja, wie sieht es eigentlich aus mit den Leuten? Ja, wir haben bei Pam 3 Herzen, bei Shane 3 Herzen, aber es liegt auch daran, weil wir die Geburtstage von ihnen feiern konnten. Ansonsten sieht es, naja, ein bisschen mager aus. Vor allem bei Hayley, die wir ja in dieser Datei hier holen wollen. Da habe ich natürlich noch eine andere mit Eric, da will ich natürlich... Es gibt eigentlich keine bessere Figur als Elliot, das muss ich schon mal hierbei sagen, ja. Also auch Hayley ist nicht besser als Elliot, aber wenn ich mir in jeder Datei Elliot schnappe, dann... Weiß ich nicht, dann ist es vielleicht nicht einzigartig, ja? Und diese Beziehung mit Elliot, die soll etwas Einzigartiges sein. No homo. Okay, Spaß beiseite. Nein, das ist ja kein Spaß. Elliot ist schon die beste Figur hier. Und um ehrlich zu sein, macht er mich schon richtig heiß. Ach, Elliot, ey. Warum gibt's den überhaupt? Ich meine, der ist Dichter, ihr müsst euch mal durchlesen, was der so alles sagt, ey. Gut, das werden wir ja noch sehen in diesem Let's Play hier. Der labert so viel Scheiße. Das ist einfach unnormal. Aber ich find's lustig. Also Elliot ist echt eine coole Figur. Ohne den wäre dieses Spiel schon mal ein deut langweiliger. So, wir können ja hier noch ein bisschen Quarz schmelzen. Das haben wir noch nie gemacht. Da kriegt man dann verfeinertes Quarz raus. Und wozu das gut wieder ist, ja. Das sehen wir dann in der nächsten Episode. Nein, Spaß. Das kann man dann zum Craften von gewissen Dingen benutzen. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ganz wichtig, wenn man in Hoferbeit levelt, ja, wir sind aktuell Stufe 4, meinetwegen so ab Stufe 7 oder Stufe 8 kann man gewisse Sprinkler herstellen, die sehr wertvoll sind, ja. Also, nicht diese einfachen hier, die bewässern nur vier Felder um sich herum, nämlich das links, rechts, oben, unten und das bringt gar nichts. Das heißt, ich müsste hier alle zwei Felder so einen Sprinkler hinkloppen. Nee, danke. Dann warte ich lieber. Denn irgendwann kann man einen richtig guten Sprinkler herstellen, dann lohnt sich's auch. Dafür müssen wir halt in Hofarbeit leveln. So, heute pennen, obwohl... Ich glaube, wie viel Energie haben wir? 41, komm, das reicht noch für den Baum. Locker easy. Locker easy. Swing the axe. Swing the axe. Du geiler Typ. Swing the axe. Swing the axe. 17. Okay, 17 Energie haben wir noch. Das reicht nicht für einen weiteren Baum. Aber nicht so wichtig. So, hier das Quarz und das Eisenerz. Das schmilzt alles noch. Das dauert so eine Weile. Und das interessiert uns nicht. Wir gehen jetzt pennen. Jawohl. Und ich gucke nochmal. Läuft die Aufnahme? Ja, sie läuft. Andernfalls wäre das vielleicht ein bisschen verwirrend. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Ich weiß nicht, ich habe gerade dazwischen geredet, tut mir leid. Aber man hat hier was... So ein leichtes Ruckeln gehört. Irgendwie so, dass irgendwas gepoltert hat, ja? Gucken wir mal, was das war. Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Ja... Auch Erdbeben gibt es hier in Stardew Valley, in dem friedlichen Tal voller Monster, Erdbeben und Gewitter. Und bösen Menschen wie Shane. So, die Geister sind heute sehr glücklich. Wunderbar. Ich glaube, heute hat auch keiner Geburtstag, oder? Ich glaube nicht. Nee, Jess hatte irgendwie am 4. erst Geburtstag, soweit ich weiß. Dementsprechend haben wir ja noch jede Menge Zeit. So. Ich verkaufe Hüte. Okay, stups. Komm zum alten Haus, Stups, bring Münze, Hutmaus. Ja, die Hutmaus. Auch ein cooler Charakter. Werde ich euch noch demnächst zeigen. Von wem ist das? Ach, die Mutter. Ja, hallo Paul. Ja, beste Stimme, by the way. Es ist so lange her, seit ich von dir gehört habe, mein Schatz. Hier ist genauso wie immer. Also, hier ist es genauso wie immer und ich vermisse dich sehr. Also, alles Liebe, Mama. Ach, und by the way, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das hier dein Opa hinterlassen hat. Es ist immer mein Opa, oder? Und noch ein Brief.
Aber ich finde es auch lustig, weißt du, die, meine Mutter, ich kann erstmal gießen, während ich hier erzähle. Meine Mutter, die schickt mir jedes Mal Briefe, ja, richtig häufig. Die macht sich wahrscheinlich richtig Sorgen um mich, ja. Und ich schick ihr nicht zurück. Die denkt wahrscheinlich, ich bin tot oder so. Also die, stellt euch mal vor, dass eure Mutter schickt euch Briefe, ja. Also jetzt mal abgesehen vom Internet oder so. Stellt euch mal, versetzt euch mal ein Jahrhundert früher. Also zurück in die Vergangenheit, ein Jahrhundert. Da gab es kein Internet, da gab es nur Briefe. Sozusagen nur die Möglichkeit, über Briefe zu kommunizieren auf große Distanz. So, und wenn jetzt euer Kind dann auf einmal wegzieht, ja, und ihr schickt ihm die ganze Zeit Briefe und fragt ihm so irgendwas, ja, und er schickt euch nicht zurück, er schickt euch nichts, gar nichts, dann macht ihr euch doch sicherlich Sorgen, also hundertprozentig. Da denkt ihr euch so, was, er schickt nicht zurück, schon seit Jahren. Also, ich kann mich da jetzt nicht unbedingt in die Lage hineinversetzen als Mutter, weil ich ein Mann bin, also eventuell, ich denke schon. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man sich da Sorgen macht, wenn das Kind einem nicht zurückschreibt. Aber ich bin halt nur geldgeil, ne? Ich habe halt keine Zeit, Briefe zu verschicken. Das kostet... das gibt kein Geld. So, wer schickt mir denn noch einen? Bürgermeister Lou ist mal wieder. Levi's. Paul, das ist so peinlich. Also ich habe meine violetten Glücksshorts verloren. Und ich sag dir das, weil ich dir vertrauen kann. Und wenn du sie findest, bring sie mir unauffällig zurück. Ja, ich zahle sehr gut. Ja, danke. Dein Bürgermeister Louis. Levi's heiße ich. Ja, bitte was? Hä? Glücksshorts? Warum? Hä? Wie kann man denn seine Shorts verlieren? Heilige Scheiße. Und ich weiß auch schon wo. Oh Mann, nee, das ist eine Story. Das ist eine Story. Egal, darum kümmern wir uns erstmal nicht. Wir bauen das Silo. Und danach gehen wir sofort in die Mine. Auch wenn wir jetzt wenig Energie haben, sollte es trotzdem reichen. Ich würde auch gerne erstmal in Etage 80 kommen, weil ab Etage 80 gibt es Gold. Und ihr seht es ja hier schon im Community Center, das ist eine Quest. Und das ist halt das allererste, was ich beenden möchte. Hier Kupfer, Eisen, Goldbarren. Dann haben wir hier noch zum Beispiel Quarz, können wir ja schon abgeben. Erdkristall können wir abgeben, gefrorene Träne können wir auch abgeben. Aber Feuerquarz wird dann wieder ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir hier noch 99 Schleim, 10 Fledermausflügel und jetzt hier eine Solaressenz und eine Schattenessenz. Also das ist auch nicht gerade so einfach. Aber gehen wir erstmal zu Robin. Hallo Robin, hallo. Ich würde gerne ein Hofgebäude errichten und das soll kein Stall sein und auch kein Brunnen, sondern ein Silo bauen. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, wir werden es hier, na, so nicht tatsächlich, weil das Silo ist relativ breit. Breiter als es hier augenscheinlich jetzt aussieht. Das heißt, wenn ich es hier hinsetzen würde, würde es komplett diesen Hund verdecken, ja, also den Platz vom Hund. Deswegen setze ich es mal hier so hin, würde ich sagen. Jo, okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude namens Silo zu arbeiten. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber mir egal. Hauptsache, ich verdiene Geld. Ja, auf jeden Fall. Vor allem du mit deiner krassen Marketingstrategie, indem du am Dienstag einfach ab... Oh nein, Linus, ich gehe weg. Tschüss. Ja, weil ihr wisst es ja selber. Keiner mag Linus. Etage 45. Hui, wir sind doch relativ weit gekommen hier in diese Einzelspieler-Datei. Zumal ich ja schon mal gesagt habe, im Einzelspieler dauert das... Nicht mal halb so lange, sondern noch geringer, ja? Also, es dauert wirklich extremst lange, bis man hier so ordentlich vorankommt. Beispielsweise habe ich jetzt schon im Jahr 2 mit Eric, ja, einen Geldstand von... Hallo? Könntest du bitte angreifen? Hallo? Hallo? Hä? Du kannst doch Rechtsklick machen immer. Ja, warum ging das jetzt nicht? Verstehe ich gerade nicht. Egal. Beispielsweise hatte ich mit... Oder habe ich aktuell mit Eric im Jahr 2 gerade mal einen Geldstand von über 700.000 Gold. 700.000. 700.000! Das werden wir im Jahr 200 pro nicht erreichen. Nicht hier in dieser Einzelspielerdatei. Und könntest du bitte mal... Die sterben einfach nicht, die Viecher, ne?
Die tanken richtig gut. Okay, wir suchen jetzt gleich die Treppe, weil ich habe eigentlich keine Lust, mich mit denen weiter anzulegen. Die sind nämlich ziemlich krass drauf, die Viecher. Kloppidi klopp, klopp, kloppidi klopp, klopp, kloppidi klopp, klopp. Ich könnte auch theoretisch die Hintergrundmusik hier in Stardew Valley ausmachen und selber Hintergrundmusik einlegen, die ganz chillig ist, ganz cool. Das Ding ist, ich mag die Hintergrundmusik von Stardew Valley, ja. Aber die ist halt nur temporär da. Die ist ab und zu mal da, man kann das nicht beeinflussen. Und dann geht sie mal wieder schnell weg. Das ist halt so ein kleines Problem. Deswegen, wenn ihr Bock habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, okay, komm, hier, Paul, mach Hintergrundmusik, los. Mach, du Arschloch, mach. Dann mache ich das gerne für euch. Das Ding ist halt auch, dass Hintergrundmusik immer unterschiedlich wirkt. Also andere finden die dann vielleicht geil, andere sagen, oh Gott, warum, nein. Aber keine Angst, ich werde hier keinen Dubstep im Hintergrund anhaben. Also, ich sorge dann dafür schon, dass es hier eine gewisse Atmosphäre hat, dieses Let's Play. Und nicht einfach so dahin geklatscht ist. Obwohl, bei den Thumbnails könnte man sich schon denken, dass es hingeklatscht ist. Ich bin halt nur zu faul, Thumbnail zu machen, Mensch. Seht es doch ein, Leute, seht es doch ein. 13 Uhr. Wir haben noch jede Menge Zeit, aber ich glaube, an der Zeit wird es nicht scheitern, sondern eher an der Energie. Auch wenn ich jetzt hier Lachsbeeren esse und habe. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch weitere 4 Etagen schaffen. Ah, das ist halt das Blöde mit so einer Standardspitzhacke, ne? Ich würde gerne eine Kupferspitzhacke haben. Am besten gleich Goldspitzhacke. Oder Iridium. Ah, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Verzieh dich! Oh, krasser Fight hier. Richtig spannend, du. Ach ja, Nico macht aktuell auf unserem Kanal ein... Wie heißt es? The Legend of Zelda... Link to the Past, genau. Link to the Past Let's Play. Also wenn ihr euch das mal reinziehen wollt und wenn ihr euch mal angucken wollt, wie scheiße man sein kann im P... Nein, Spaß. Es ist nicht einfach, also... Ich hab da schon Verständnis dafür. Teilweise. Ah, guckt euch mal an hier, wie ich die Gegner fertig mache und dann vergleicht das mal mit Nico, der stirbt an jedem. So ein Noob. Die droppen Kohle hier, die Flöhe oder was auch immer das sein soll. Warum macht... Ich verstehe es nicht, weißt du? Ich schlag diese Fledermaus hier und sie macht trotzdem Schaden, obwohl sie mich nicht mehr erreicht. Wie dumm ist das denn? Nö, okay, gut. Ich verziehe mich mal. Tschüss. Tschüss, Flo. Tschüss. Ich will dich eigentlich nicht nochmal sehen. Obwohl die Flöhe hier sogar noch die einfachsten Gegner sind in diesen Etagen, um ehrlich zu sein. Ich hasse Fledermäuse, by the way. Die werden noch richtig nervig und die sind auch richtig stark. Also die hier gehen sogar noch, aber dann irgendwann gibt es noch heftige Fledermäuse. Wo wir dann eigentlich kaum noch eine Chance haben. Dann gibt es ja diese Events, die getriggert werden, dass zum Beispiel richtig häufig Fledermäuse kommen. Oder nicht unbedingt nur Fledermäuse, sondern auch diese Insekten, die wir ganz am Anfang hatten. So, hier, den nehmen wir auch nochmal mit, den Stein. Steine sind übrigens sehr wertvoll, denn es gibt irgendwann ein Crafting-Rezept, mit dem man sich aus 99 Steinen eine Treppe machen kann. Eine Treppe, die man dann selber einfach irgendwo hinsetzen kann und dann halt in die nächste Etage gehen kann. Ja? Und 99 Steine, überlegt euch mal, das ist jetzt gar nicht mal so viel. Um ehrlich zu sein, wir haben jetzt hier über 300, ja. Aber das würde ich noch nicht machen. Das lohnt sich aktuell noch nicht so sehr. In dieser Mine vor allen Dingen nicht. Es gibt ja noch eine andere. Kleiner Spoiler am Rande. Da lohnt sich dann schon mehr, weil die weitaus schwieriger ist. So, hier. Okay, nice. Oh, nice. Okay, gut. Dann jetzt habe ich doch noch die Hoffnung. Sag mal, warte. Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Spiel! Wieso? Ich darf hier nicht an das Eisenerz ran. Guck mal, da sind 4 Quellen und ich kann da nicht ran, weil da eine scheiß Treppe ist. Willst du mich verarschen, Spiel? Ah, da kommt die nächste Fledermaus. Verzieh dich! Halt doch mal dein Maul und gehe! Ach nein, 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 nein. Verzieh dich.
Nee, nicht noch ein Schleim. Ich muss erstmal die hier fertig machen. Jetzt verzieh dich. Oh, danke. Ein Schleim. Ich habe keine Energie mehr. Holy shit. Habe ich noch irgendwas zu essen? Ja, ein Brot. Oh, danke. Aus irgendeinem Mülleimer habe ich ein Brot gefischt irgendwann mal. Oh, okay, damit können wir doch noch durchstarten hier. Zumindest das Eisenerz holen, das ist wichtig. So, und schnell weg hier. Tschüss. Ah, Quarz, immer wieder gut. Fledermäuse, nicht immer wieder gut. Schnell weg hier. Eine Etage würde ich gerne noch schaffen. 50 ist drin, komm, 50 ist drin. 50 ist drin, Leute! Schreibt's jetzt in die Kommentare. Schaffen wir Etage 50? Nein, Spaß. Aber den Schleim hier kriegen wir auf jeden Fall. Wow. Krasse PvE-Künste hier. Oh, nice. Okay, das war lucky. Ich gebe zu, das war lucky. Weil normalerweise so, gräbst du hier 50 Steine um, hast die Treppe immer noch nicht gefunden. Aber jetzt haben wir es. Jawohl! Wir kriegen Tundra-Stiefel. Nice. Was auch immer sie bringen. Sie bringen eine Verteidigung mehr als üblich. Ja, warum nicht? Nehme ich mit. Und jetzt gehe ich hoch. Schnell hoch. Ach ja, was ist das hier eigentlich? Das sieht aus, als wäre da irgendwie so ein Raum, ne, Leute? Den gucken wir uns vielleicht demnächst mal an. Also mit der normalen Spitzhacke kriegen wir das nicht kaputt. Das haben wir ja schon mal ausprobiert. Aber vielleicht mit einer besseren. Okay, wir verkaufen erstmal unsere alten Lederschuhe. Das war's dann eigentlich schon. Mehr wollen wir nicht verkaufen. Tschüssi! Wir sind schon ziemlich still hier. Kaum Leute unterwegs. Außer Robin natürlich, die wieder ihren Arbeitsplatz verlassen hat, so wie immer. Und Linus da oben, der mich, um ehrlich zu sein, nicht interessiert, weil... Keiner mag Linus. Oh, und eine Weintraube. Oder ist das eine Brombeere? Ich kann das nicht differenzieren. Ich glaube, das ist eine Weintraube. Ja, eine Weintraube. Brombeeren, die sehen hier in diesem Spiel fast genauso aus. Bloß, dass sie irgendwie so... ja, wie soll ich sagen? Senkrecht stehen. Nee, nicht senkrecht, sondern... Hier, na, vertikal. Vertikal. So... Wir kloppen mal wieder das ganze Erz hier rein. Ebenso dann auch das Eisenerz. Na, obwohl, das kann ich gleich mal schmelzen. Immer ganz nützlich. So, jetzt kann ich mal den Rest hier reinkloppen, weil Eisenerz, wie wir wissen, braucht ziemlich lange, um zu schmelzen. Die Fledermausflügel brauchen wir nicht, die sortiere ich mal aus. Den Schleim ebenso. Hartholz, ganz wichtig. Spielt später noch eine riesige Rolle. Aktuell eher weniger, aber trotzdem... Trotzdem immer aufheben. So, 5 Kupferbahnen. Ja, muss ich mal gucken, wie viel wir heute verdienen werden. Wahrscheinlich eher weniger. Wir haben ja nichts verkauft heute. Gut. Dann gehen wir mal pennen. Da sieht man es nochmal. Hier, unser Silo. Mega nice. Ja, wir haben bald unser erstes Silo. Unser erstes Hofgebäude. Nice. So, hallo... Bello? Wie heißt er eigentlich hier? Warte mal. Wo sehe ich das? Hier, Wilhelm. Wilhelm heißt er hier. Stimmt. Und in der anderen Datei habe ich ihn Wilhelm genannt. Ja, noch besser. Also. Ja, wem der Name Wilhelm nicht gefällt, dem wird der Name Wilhelm gefallen. Das ist ein altes Sprichwort. Nein, ich laber wieder Scheiße. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich wieder die Geister hören. Sie sind heute höchst unzufrieden. Wir haben jetzt 33 Minuten erreicht, also 34 Minuten, um ehrlich zu sein. Vielen Dank fürs Zusehen, wirklich. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Ich sag das jedes Mal, aber es ist halt wirklich so. Ich sag das hier nicht zum Spaß. Ihr haltet dieses Let's Play am Leben. Ohne euch würde ich dieses Let's Play nicht weiter fortführen und dieses Spiel alleine weiterspielen, ja? Also, danke nochmal an euch. Ich bin euch wirklich extremst dankbar. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Also, haut rein, Leute. Bis dahin und ciao.